Wir wollten hier alles wieder hinkriegen. Und vorher reisen wir nicht ab. Ich glaube, dass es das hier sein muss. Willkommen zu Hause. Habe ich das Haus gut ausgewählt? Was hast du? Ich habe das ständig vor Augen. Dich und ihn. Es tut mir so leid. Lass uns von vorne anfangen, ja? Es ist, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt. Wolltest du das tun? Wenn Sie wollen, bringe ich das in Ordnung. Hey, das ist Federico, Eduardos Nachbar. Zufällig ist er ein sexy Italiener. Er fährt uns doch nur. Ich mache einen Spaziergang. Was trinken Sie? Was willst du hier? Ja, Federico hat mir gerade von eurem gestrigen Abend erzählt. Du musst jetzt sofort verschwinden. Was? Sind wir keine Freunde mehr? Freunde? Ich weiß ja noch nicht mal, wer du bist. Es könnte natürlich auch völlig anders laufen, das weißt du. War Federico gestern Abend hier? Willst du jetzt wirklich wieder damit anfangen? Ich trau diesem Kerl einfach nicht. Ryan? Wisst ihr, was ich an Kaninchen mag? Die Jagd. Du lockst es an. Es soll sich in Sicherheit fühlen. Fertig! Dann wartest du. Wie schaffen Sie es immer dann aufzutauchen, wenn ich Hilfe brauche? Er ist nicht Eduardos Nachbar. Ich weiß, was du getan hast. Ich hab Ahnung, wovon du sprichst! Von Federico! Indem die Falle zuschnappt. Wenn es erkennt, dass es vorbei ist.